herzlich willkommen zu diesem 22. Wandersalon hier im Schwimmbad von Blau-Weiß Bochum. Wir sind total froh, dass wir jetzt endlich wieder richtige Live-Wandersalons machen können vor Ort. Das ist nämlich der erste jetzt wieder seit langer Zeit. Wir haben online Wandersalons gemacht, Wandersalons on air, und jetzt sind wir endlich wieder live vor Ort. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, und heute haben wir hier bei dem Wandersalon, der den Titel hat Baden gehen, zwei Künstlerinnen zu Gast, Kasia Fudakowski und Givi Lee. Beide sind, wohnen und arbeiten in Berlin und sind auch bei unserer großen Ausstellung Ruhrding Klima beteiligt. Die ist ja auch dieses Jahr aufgrund der aktuellen Umstände baden gegangen, konnte nicht stattfinden. Aber die holen wir nächstes Jahr auf jeden Fall nach. Und Kasia und Givi werden Arbeiten zeigen, beide am Silbersee 2 in Haltern. Und auch da kann man dann baden gehen. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor ich die Künstlerinnen ganz kurz einführe, noch ein paar Worte zu den Regeln. Ich glaube, das haben sie aber jetzt alles auch schon beherzigt. Bitte tragen Sie Masken hier auf dem Gelände. Auf den Plätzen können Sie die auf jeden Fall abnehmen, das ist kein Problem. Bitte die Plätze nicht wechseln, nicht die Stühle verschieben und alle die Kontaktformulare ausfüllen, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, für die Nachverfolgbarkeit. Die werden dann natürlich von uns auch wieder vernichtet nach 4 Wochen. Ja, wir fangen gleich an mit, mit einem Beitrag von Kasia. Ich möchte gar noch nicht so viel dazu verraten. Nur so viel vielleicht. Kasia arbeitet ganz viel in Serien. Sie erweitert ihre Arbeiten auch immer wieder. Und eine dieser Serien ist Word Count. Das ist eine filmische Serie, die sehr im Grunde eine dystopische Zukunft zeigt, in der nämlich Wissenschaftler herausgefunden haben, dass der Meeresspiegel steigt mit den gesprochenen Wörtern auf der Welt. Das heißt, die Menschen werden ganz stark reglementiert darin, wie viele Wörter sie am Tag sprechen. Und es sind dann der Regel nach nur noch 433. Genau, aber dazu werden Sie gleich mehr hören. Und Givi arbeitet ganz viel zu Spuren. Spuren, Spurensuche, Spuren auf verschiedenen Medien sind, das ist ihr großes Thema im Grunde. Und sie wird danach ein bisschen ihre Arbeit vorstellen und auch über das Scheitern und Badengehen von Projekten sprechen, von den Projekten, die vielleicht nie in die Realität umgesetzt werden. Genau, danach wird es noch ein kleines Gespräch geben mit Britta Peters, unserer künstlerischen Leiterin. Und dann sind Sie auch ganz herzlich eingeladen, noch Fragen zu stellen. Die Fragen, da kommen wir dann mit dem Mikro zu Ihnen. Also das wird nicht durchgereicht, sondern das halten wir Ihnen dann hin. Genau, und jetzt kann ich eigentlich nur noch viel Spaß wünschen, viel Vergnügen bei diesem Wandersalon. So, 1, 2, 3. Hören mich alle? Ich finde es so schade, dass ihr alle so weit weg sind. Ich hätte es auch lieber viel nah ran. Vielen Dank, Christina, für die Einführung. Bevor ich eine kurze Einführung in dem Filmprojekt, die ich für Klima, für die Ausstellung Klima gemacht habe, wollte ich mich entschuldigen für meine grobe Art und Weise, die ich eure schöne, effiziente Sprache benutze. Ich Deutsch ist nicht meine Muttersprache und ich muss dann immer Worte aus der Himmel suchen, weil ich plötzlich das richtige Wort nicht habe. Aber ich finde es sehr schön, dass ich das machen muss heute, weil wir leben in eine neue Welt, wo mit großer Einschränkung. Und meine
Arbeit, diese Film Word Count an dem Herzen, es geht um Einschränkungen. Ich wollte auch keine Übersetzer oder Übersetzerin haben, weil ich finde, diese Verdopplung von Informationen, das ist irgendwie eine Verschwendung. Und wenn ihr mich irgendwie verstehen könnt, dann ist alles okay. Die Idee kam, ich merke schon, dass ich sehr viele Worte benutzt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, jedes Wort heißt einen kleinen Tropfen Wasser. Und ich habe mich auf einen Liter beschränkt. Keine Sorgen. Also die Idee für den Film kam, als ich in Venedig war. Ich habe als Kunsthändlerin da gearbeitet und habe mit italienischen Kunsthändlern gearbeitet. Und ich habe gesagt, bitte nehmen Sie diese Gemälde von der Wand und stellen Sie sich in eine Kiste. Und dann war es irgendwie so 20 Minuten eine Rede gehalten, wie das irgendwie stattfinden soll und wann und wo. Und dann habe ich gedacht, es wäre so lustig, wenn Italiener irgendwie eine Wortbeschränkung hatten. Und dann fiel mir diese ganze Welt ein, plötzlich alles. Und das werde ich vorlesen, weil es wichtig ist, dass es effizient ist. Also Word Count, die ich seit 2016 mache, ist ein fragmentarisches Filmprojekt, welches ein fiktives, apokalyptisches, linguistisches, limitierendes Szenario zum Ausgangspunkt nimmt. In der näheren Zukunft entdecken Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Verbindung zwischen dem dramatisch steigenden Meeresspiegel und der Anzahl an Wörtern, die wir sprechen. Es wird beschlossen, dass Bewohner der Erde nur eine Anzahl von je 433 Worte pro Tag sprechen dürfen. Diesen Beschluss wird schließlich als Cage-Gesetz bekannt, in Anlehnung an John Cages Stück 433. In diesem Film, diese Welt, die ich irgendwie ausgedacht habe, habe ich vier Charaktere, wo dieser Narrativ drauf gepinnt ist. Erstmal ein Ehepaar, der Jennifer und David. David war ein Radiomoderator und hat aber gleich seinen Job verloren mit diesem neuen Gesetz. Er sitzt zu Hause, emaskuliert, entmannt, frustriert und ist jetzt der Vater und hauptberufliche Vater von zwei Zwillingen. Seine Frau aber ist eine Rechtsanwältin und sie hat plötzlich gefunden, dass die sehr wichtig ist in diese neue Welt und muss alle neue Kriminellen verteidigen, die halt Leute, die halt zu viel sprechen. Das dritte Charakter ist der Professor Sanchez. Und der ist irgendwie ein radikaler, intellektueller Professor, der in der Universität arbeitet. Und er sagt, dass wenn wir nicht mehr frei reden können, dann ist es eh der Ende der Welt und wir sind wie Tiere und wir sollen einfach reden, bis wir unter Wasser sind. Und er fängt an, seine Studenten zu radikalisieren und er sagt, ihr müsst einfach weiterreden, die können eure Stimme nicht wegnehmen. Und dafür ist er festgenommen und bestraft. Und die letzte Charaktere ist Bridget, die Stand-up-Komikerin. Und sie arbeitet eine Reihe von Scheißjobs jeden Tag, damit sie, wo sie nicht sprechen muss, damit sie ihre Word-Credits sammeln kann.
damit sie ihre Worte nachts auf die Bühne benutzen kann, um Witze zu erzählen. Leider ist ihr Publikum immer noch ziemlich sexistisch und die benutzen ihre eigenen Worte, ihr zu beleidigen und werfen... Die Leute benutzen ihre Worte, ihr zu beleidigen. Warum habe ich das zweimal gesagt? Sie ist aber die einzige Charaktere, die entwickelt einen Weg, umzugehen mit diesem neuen Gesetz. Dadurch, dass sie benutzt ihre Publikum wie ein Instrument. Weil wenn sie nur 433 Worte hat, hat auch jeder 433 Worte. Und sie gibt dann Worte an ihre und verschiedene Leute und kann die dann irgendwie so abspielen. Und ich finde es wichtig, dass irgendwie durch Humor gibt es irgendwie einen Weg raus aus dieser dystopischen Welt. Ich habe dann irgendwie weitergedacht, also diese vier Charaktere sind Hauptnarrativ, aber es gibt auch eine globale Perspektive. Und ich fing an zu denken, ja, wie ist es dann zwischen Ländern? Und da benutzt man natürlich, oder man zieht direkt zu Stereotypen, die für mich sehr interessant sind und viel benutzt sind für Humor, sind aber auch ziemlich gefährlich. Also ich habe gedacht, in der grüblerische nordische Nation, die merken zum Beispiel, dass die nicht so viele Worte benutzen, weil sie sich nicht so oft treffen. Deswegen fangen die an, ihre Worte... Ich werde das ganz kurz machen jetzt. Also in diesem Film, jeder Charakter repräsentiert eine unterschiedliche Beziehung zu diesem neuen Gesetz. Die Juristin nimmt Gerechtigkeit sehr ernst, aber immer innerhalb der Grenzen, die das System ihr vorgibt. Ihr Ehemann David repräsentiert die vollständige Kapitulation. Er hat aufgegeben und ist ausgestiegen. Professor Sanchez repräsentiert die Rebellion gegen das System als quasi anarchistischer Aktivist. Und die Bridget ist die einzige Charaktere, die es schafft, sich anzupassen und einen Weg aus dieser Beschränkung des Gesetzes herauszufinden. Ich skippe jetzt zu Ende. Also Word Count ist dann wie eine Umrahmung, eine neue Welt und funktioniert wie ein Filter für unsere heutiges State. Weil Kasia jetzt alle ihre Worte aufgebraucht hat, sage ich jetzt kurz an, was wir sehen werden. Nämlich eine Episode von Word Count und nicht nur irgendeine, sondern eine ganz neue, die auch hier in der Nähe entstanden ist. Aber sehen Sie selber.
Todo esto he dicho para que veas la diferencia que hay de unos caballeros a otros. Y sería de razón que no hubiese un príncipe que no estimase más esta segunda, o mejor dicho, primera clase de caballeros andantes. Pues, según leemos en sus historias, ¿ha habido entre ellos alguno que ha sido la salvación no solo de un reino, sino de muchos? Mejor dicho, primera clase de caballeros andantes. Pues según leemos en sus historias, ha habido entre ellos alguno que ha sido la salvación, no solo de un reino, sino de muchos.
Thank you.
Was ich gerade gar nicht gesagt habe, aber ganz wichtig, das war die Premiere dieser WordCount-Episode. Und sie wird auch beim Ruhrding zu sehen sein, unter anderem. Jetzt schalte ich hier kurz um und würde Jiwi schon mal nach vorne bitten. Hallo. Ja, okay. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Ich bin Jiwi Lee. Ich bin heute, ich glaube, den humorvollen Part hat Kascha übernommen. Ich werde es ganz klassisch machen. Ich bin nämlich, ich habe 3-4 Projekte oder Arbeiten von mir mitgebracht, die ich gerne mit Ihnen teilen würde. Sind alles etwas schwitzige Angelegenheiten gewesen im Prozess, in der Herstellung der Arbeiten. Und ich habe jetzt so 3-4 Projekte ausgewählt, denn nach Kaschas Video sollten wir uns hier alle kurz halten. Genau. Ich fand das Thema heute ganz interessant, weil einmal sprechen wir ja, weil wir auch, also Kascha und ich beide, Ruhrding Klima mit ausstellen und Corona-bedingt ist das Projekt ja erstmal auf nächstes Jahr verschoben worden. Und das geht natürlich nicht nur mit diesem Projekt so, ganz viele Sachen sind ins Wasser gefallen und ich fand deswegen aber so einen inoffiziellen unseren Wandersalon-Thema, dass es darum geht, nicht nur um Wasser, aber auch um nicht gelungene Projekte oder um ins Wasser gefallene Projekte oder Überraschungen im Arbeitsprozess und so weiter. Die finde ich nämlich total spannend und hat mich sehr gefreut, dass ihr mich zu dieser Thematik eingeladen habt, weil mich immer schon länger beschäftigt, dass ich das sehr paradox und lustig finde, dass wir ja meistens die ganzen Ausstellungen, die wir sehen, sind ja alles so Erfolgsergebnisse von Künstlern. Also eigentlich spielen wir ja die ganze Zeit Heroes. Wir zeigen ja, hängen nur die Bilder an die Wand meistens, die uns gelungen sind. Und dennoch ist ja im Arbeitsprozess gehört ja total dazu, dass wir auch dass wir ständig misslungene Sachen haben und Fehler machen und Sachen nicht klappen und geklappt hatten, aber doch am letzten Ende alles auf den Kopf gestellt wird und so weiter. Und so ein bisschen auf den Fokus würde ich meine Projekte vorstellen. Und zwar das erste ist Blinder Beifall, das ist von 2016. Ich erzähle heute ganz viele Behind-Stories, weil ich finde, auf der Webseite oder im Katalog kann man sich die fertigen Versionen ja angucken, aber die Behind-Stories, das kann man nur so persönlich teilen. Das war meine Blinder Beifall, war alle meine erste Einzelausstellung mit meiner Galerie Sexauer in Berlin, mit der ich zusammen arbeite. Es hat einen sehr großen Raum, 250 Quadratmeter. Ich gerade 2 Jahre nach dem Hochabschluss war ziemlich nervös, um den Raum zu füllen und hatte sehr viel überlegt und was man zu meiner ersten Galerieausstellung machen könnte, was inhaltreich ist, aber auch irgendwie, wie man auch mit was für einer Dimension man den Raum füllen könnte und so weiter. Und habe in diesem Zuge auch überlegt, das Künstlerdasein auch sehr viel in Frage gestellt und nochmal reflektiert. Und ich glaube, da kamen so mehrere Elemente zusammen,
Einmal war das ein Essay von Franz Kafka, was mir in die Hände geflogen ist und mich total angesprochen hat, wahrscheinlich wegen dieser Interesse, was ich vorhin erzählt habe, diesem Künstler-Dasein und auch so eine, so ein bisschen, wie sagt man, wie so eine Doppelidentität, weil als Künstler hat man ja ganz oft, man wird, oder als Künstler im Allgemeinen, ich meine jetzt nicht nur bildende Künstler, sondern als Kreativschaffende ist man oft unterm Spotlight, wo man applaudiert wird und wo man sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein Klischee, der hungernde Künstler, dass man ständig ganz vergrübelt nach einer Lösung sucht und sich Fragen stellt, sich ständig selber in Frage stellt, aber nie wahrscheinlich zu einer endgültigen Lösung kommt. Und Kafka hat einen wunderschönen Text geschrieben auf der Galerie. Da wird einmal in der ersten Passage wird eine Zirkussituation beschrieben. Eine Frau, die auf dem Pferd glamourös galoppiert und alle applaudieren und so weiter. Und er hat in der ersten Passage hat er so die Perspektive auf einer sehr tragischen, melancholischen Wesen hat er sie beschrieben und dieses Zirkusdasein, was für mich als auch als eine Metapher von einem kreativen Künstlerdasein steht. Und in der zweiten Passage wird dieselbe Szene aber beschrieben, aber sehr glamourös und applaudieren und Spotlight on her und so weiter. Und ich fand das sehr interessant, weil dieser kleine Text eben meine Interessen und auch meine Wahrnehmung und so wie ich es auch lebe, sehr gut beschrieben hatte. Und dann kam noch ein anderer Gedanke zusammen. Wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dadurch, dass es meine erste große kommerzielle Einzelausstellung war, dass ich auch in Frage gestellt habe, so diese Kunstwelt, Szene, Galerieeröffnung sehr in Frage gestellt habe und auch das unbedingt thematisieren wollte, wie sich alle immer herausputzen und bei den Openings mit Champagner anstoßen und dass es auch immer mehr um Sehen und Gesehen werden geht als die Kunst selber. Ganz oft ist das ja leider auch so. Und das wollte ich, irgendwie kamen so ganz viele Reflexionen und ganz viele Fragen kamen für mich zusammen, dass ich mich entschlossen habe, in der Ausstellung eine einzige Arbeit zu zeigen, und zwar diese Manege, die Sie hier sehen. Die besteht aus großen Bordsteinen in der Mitte mit Ölbinder nennt sich das eigentlich, aber mit so weißem sandartigen Granulat gefüllt. Oben hing ein umgedrehter Trampolin mit einem Zeltstoff, der nach oben gespannt worden ist. Und ich beschloss, eine Zirkustruppe, und zwar Zirkus Busch, die in Berlin oder in Ostdeutschland, glaube ich, selber sehr große Nummer war, um den Zirkus einzuladen, um auf meiner Manege aufzuführen. Und dann kam, das war ein sehr langer Prozess, um den richtigen Zirkus zu finden. Ich habe ganz viele Interviews geführt. Es war auch nicht einfach, Vertrauen zu gewinnen, weil Zirkusfamilien heutzutage sehr, sehr viel angegriffen werden, wegen Tierschutzgeschichten und so weiter. Und genau, und deswegen, wenn man sie erstmal interviewen will oder überhaupt kennenlernen will, sind sie immer ganz verschreckt. Dann ist es natürlich auch so, dass die Zirkusfamilien mittlerweile mit ihren Aufführungen eigentlich kaum mehr Geld machen. Das hat es schon auch so der digitalen Welt verschuldet, dass die Kinder auch einfach, dass das Interesse von den Kindern einfach weniger geworden ist, dass sie viel lieber dann auf YouTube sind, unterwegs sind und ihre Channels verfolgen. Und deswegen, und da war so eine Mischung, dass es sehr schwierig war, mit dem Zirkusteam zusammenzuarbeiten, weil erstens hatten die nicht so ein Vertrauen und dachten immer, ich habe im Hinterkopf noch irgendeinen Angriff parat, womit ich sie verklagen könnte oder womit ich an die Presse gehe. Und die andere Seite war, dass sie wirklich finanzielle Schwierigkeiten haben, dass es die ganze Zeit eigentlich nur darum ging, wie viel ich denn bereit wäre zu zahlen.
Und für mich war das aber eher so etwas sehr Nostalgisches, was ich da mit denen zusammen auf die Beine stellen wollte. Ich hatte mir das als eine Kooperation ausgedacht gehabt, dass man gemeinsam so dieses als Kreativschaffende gemeinsam ein Projekt verwirklicht, wo man auch die heutige Gesellschaft und vor allem im Kunstkosmos das alles in Frage stellt. Im Endeffekt hat es mit dem Zirkus Busch sehr gut geklappt. Ich blätter jetzt mal parallel weiter. Das sind nämlich die Making-of-Fotos oder mit Langzeitbelichtung, weil ich habe komplett den Zirkus, also ich habe komplett Zirkus Busch, alles was auf dem Kontakt zu dem Boden haben kann, eingeladen gehabt. Es waren mehrere Tiere dabei und Artisten. Hängende Akrobaten hatte ich nicht eingeladen, weil das war aus technischen Gründen nicht möglich. Und es ging mir darum, dass sie vor der Eröffnung bei mir auf der Bühne auftreten, weil in der Eröffnung geht es ja auch sehr schnell um so Sensationen. Und wir gehen ja auch sehr oft, dabei erwische ich mich auch und zähle ich mich auch mit rein, dass man immer mit einer Erwartung zu einer Ausstellung geht und wie schnell doch Leute dann sagen, wenn man fragt, wie eine Ausstellung war, ja, also das war ganz nett, aber eine so sensationell war es nicht. Wo man sich natürlich auch immer die Frage stellt, warum muss Kunst sensationell sein, was hat man eigentlich erwartet gehabt und so weiter. Und ich habe meinen Zirkus auf meiner Bühne aufführen lassen, bevor die Eröffnung war. Und zu meiner Eröffnung war die Bühne leer. Also das war der Originalzustand. Sie müssen hier auf diese Fläche gucken, da ist der Sand nämlich noch gerade. Und nachdem die ganzen Artisten da waren, war an der Eröffnung eine leere Manege mit den Spuren, das ich Sandzeichnung genannt habe, im Ausstellungsraum aufzufinden. Es ging natürlich sehr viel um die Verpassungsängste in der Kulturwelt, vor allem in so einer Stadt wie Berlin, wo sowieso alle Events konkurrieren und ständig darum geht, wer wo was gesehen hat. Und dann auf der anderen Seite war das eine sehr bewusste Entscheidung, mit dem einen Zirkus einzuladen, weil das ja doch so ein Symbol ist für Sensation, für Tamtam und Bling Bling. Und dann in Verbindung mit Kafkas Text waren sie für mich eine Metapher für das kreativ schaffende Wesen, das einerseits so applaudiert wird und sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, aber auf der anderen Seite sehr oft auch gescheitert ist und das Scheitern auch meistens überwiegend ist, aber immer der Schein nach außen oder das, was das Publikum im Endeffekt mitbekommt, ja immer so eine Hero-Geschichte ist oder etwas, was immer gelungen ist, und darum drehte sich das. Und hier, das sind die Making-of-Fotos mit den Kamelen, Lamas und auch Pferd. Ich konnte das nicht proben, weil es war sehr aufwendig, überhaupt für die Straße so eine große Fläche für den Zirkuswagen freihalten zu können, womit die ganzen Kamele und Lamas und Pferde gekommen sind. Und dann konnte man natürlich nicht einschätzen, wie reagiert ein Kamel in so einem White Cube mit Neonlichtern, weil wir haben alle Bedingungen ähnlich gemacht wie möglich. Wir hatten auch die Chronologie beibehalten und auch die Zirkusmusik. Also es wurde wirklich von Anfang an, also ich habe mit dem Zirkus eine Show, mit der Auswahl von den Akteuren haben wir eine Show zusammengestellt, eine Chronologie zusammengestellt und dementsprechend auch die Musik abgespielt gehabt. Und tatsächlich war das so, dass die Kamele und die Lamas und alle exotischen Tiere gar keine Probleme hatten, sondern nur das Pferd, dass wir die Musik immer, also normalerweise ist es ja so, man spielt die Musik und dann fängt es an und dann kommen die Tiere so rein galoppiert.
Aber nur das Pferd hat total Ärger gemacht und hat ungefähr 15 Minuten lang sich geweigert, wollte nicht in den Raum reinkommen, wobei man sich ja dem Pferd viel näher fühlt als Mensch und man denken würde, das sei viel händlicher, mit dem Pferd umzugehen. Auf jeden Fall gab es da eine kleine Hindernis. Und daraufhin hatte sich dann 2 Jahre später eine andere Arbeit weiter aufgebaut, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein in Arnsberg. Weil sie hatten diese Ausstellung von mir, Blinder Beifall, in meiner Galerie gesehen und haben mich im Studio besucht und waren sehr beeindruckt von dieser Arbeit, aber meinten so, okay, Julie, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, hattest du wirklich alle Zirkusakteure bei dir auf deiner Bühne, auf deiner Installation? Und da musste ich gestehen, dass alles, was Kontakt zu dem Boden hat, hatte ich auf meiner Manege von diesem Zirkusprogramm, außer ein einziges Tier. Und das hat tatsächlich an der Galerietürgröße gelegen. Das war der Elefant, der nicht durch die Galerietür gepasst hat, den ich dann inoffiziell aus dem Programm ausschließen musste. Und der Kunstverein Arnsberg und der Kurator Vlado, der auch übrigens unser Co-Kurator ist, für Ruhe am Ding. Genau. Und Vlado rief mich dann ein paar Wochen später an und meinte, Jivi, deine Zirkusarbeit, die ist so komplex und alles, die ist so komplex, die hat mich sehr bewegt. Aber eigentlich kann man ja gar nicht sagen, dass das Projekt zu Ende gebracht worden ist, weil der Elefant hat ja gefehlt. Und dann meinte ich so, ja, da hast du recht. und daraufhin hat er mich nach Arnsberg eingeladen, im Lichthaus. Das ist ein großer Glaspavillon mitten in der Innenstadt. Eine extra Arbeit oder Ausstellung zu verwirklichen, wo ich den Elefanten einladen kann und somit mein Projekt endgültig abschließen kann. Und das war 2 Jahre später und die Arbeit heißt Der Abgang. Dann habe ich den Zirkus nämlich angerufen und meinte, ja, hier ist die Künstlerin. Ich hatte mich auch richtig mit der Zirkusfamilie angefreundet, weil anders geht das gar nicht und man lebt sich auch so in deren Welt rein. Das war sehr, sehr, sehr aufregend für mich. Und dann habe ich mich bei denen gemeldet und meinte, ja, ich hätte jetzt eine Chance gehabt, also ich hätte jetzt eine Einladung in einem Lichthaus und einem Ausstellungsraum, wo die Toren ganz groß sind, wo endlich der Elefant reinpassen könnte, ob ich den Elefant nach Arnsberg einladen dürfte. Und daraufhin meinte der Zirkus, dass mittlerweile fast alle Zirkusse, aber sie vor allem auch, ihren Elefanten abgeben mussten an einen Elefantenhof. Was ich natürlich sehr traurig fand, es ist nicht so, dass ich die Ideen von Zirkus mit ihrer Tierhaltung bejubeln würde, oder also mir ist das alles sehr bewusst, warum Tieraktivisten auch dagegen sind. Ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, ich habe mich sehr viel mit Aktivisten und Tierschützern auch unterhalten und so. Es ist aber natürlich auch etwas paradox, weil die Elefanten werden ja nicht zurückgeschickt auf die Steppe, in die Natur, sondern die kommen einfach alle nur auf den Elefantenhof wie Elefantenwaisenheim. Dann sind die nicht im Zirkus, aber dann sind die halt in einem Heim woanders. Wo sie auch nicht besonders anderen Alltag führen. Auf jeden Fall bin ich daraufhin in Kontakt getreten mit dem Elefantenhof in Platschow. Und der Herr, der den Elefantenhof leitet, er war schon in einer Familie reingeboren. Und die Elefantenzirkuszucht oder Pflegeheim hatten, das heißt, Herr Frank, als er geboren worden ist, gab es schon Elefanten in seiner Familie. Die sind enger als seine Geschwister, so bezeichnet er sie.
Und als ich meine Idee erzählt habe, dass ich im Lichthaus gerne einen Elefanten einladen würde, hat er das auch sehr, sehr gründlich mit mir abgecheckt. Okay, wie viele Kilometer wäre das von Placho? Und nein, dann könnte er aber nicht zu meinen richtigen Terminen kommen. Es war alles sehr komplex natürlich bei uns geplant. Und der Elefant konnte nur dann und dann kommen. Und dann wäre danach die Ausstellungseröffnung gewesen. Aber Herr Frank meinte, nein, das ginge nicht, weil er besteht auch darauf, dass ein Elefant nicht die komplette Strecke durchfährt, sondern zwischendrin länger als einen Tag Pause macht. Es läge an Kosten, würde es keinen Unterschied machen, aber wahrscheinlich muss er mit zwei Elefanten kommen und nicht nur mit einem, wie ich es mir wünsche, weil Elefanten nämlich sehr gesellige Tiere sind und gerne ungern alleine reisen. Also es gab da sehr viele Feinheiten, wo man dachte, und er hat mich auch gebeten, mit dem Veterinäramt und mit Tierschützern mich auch wieder nochmal zu unterhalten, damit wir wirklich alles sicher gehen und auch ganz ethisch damit umgehen. Und dann fing eigentlich das ganze Drama an, dass 4 Monate vor der Ausstellungseröffnung, eigentlich denkt man, da schafft man einiges, habe ich dem Veterinäramt geschrieben um ein Erlaubnis gebeten, den Elefanten nach Arnsberg einzuladen. Und dann fing ein Streit, die Schrift ist so klein, die sieht man nicht, aber dann fing ein Mail-Briefverkehr und Anrufverkehr an, also Streitereien an, zwischen dem Veterinäramt, dem Kunstverein Arnsberg, wo Vlado dahinter stand natürlich, leidenschaftlicher Kurator, der unbedingt mit mir dieses Projekt durchziehen wollte. Dann gehörte das Lichthaus nämlich dem Kulturbüro Arnsberg, die wiederum für die Stadt gearbeitet hat und sich der Bürgermeister dann eingemischt hatte. Und der Bürgermeister war aber gerade ganz neu in seiner Position, deswegen war er auch sehr vorsichtig, was solche Entscheidungen anbetrifft, damit man sich auch keine Feinde macht. Dann hatte das eine Rückkopplung zu einer... Ah! Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall fing da ein sehr großer Streit an, dass wir im Endeffekt wirklich 4 Monate lang nur Briefe hin und her geschrieben haben, dass ich wieder ganz zurück zu meinem Anfangspunkt gekommen bin und das Projekt sollte ins Wasser fallen. Die Ausstellung war zwar angekündigt, aber wir kamen nicht, wir haben bis zum bitteren Ende keine Genehmigung bekommen. Daraus ist diese Zeichnung entstanden, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich muss man einfach damit mit der Situation einen positiven Umgang nehmen und einfach einen neuen Weg finden, weil... Und dann habe ich mir überlegt, was ein Elefant denn so ausmacht. Das ist natürlich die Masse, die Körpermasse und Größe von dem Tier, weil das als größtes Landtier auf der Erde. Und deswegen bin ich zu dem Hof gefahren und habe mich an die Tagesdiät von einem Elefanten gerichtet. Und zwar ist ein Elefant um die 300 Kilo am Tag und scheißt fast 200 Kilo am Tag. Und ich wollte die Körperlichkeit von dem Elefanten, ohne dass der Elefant da ist, trotzdem präsent oder trotzdem Anwesenheit lassen. Und deswegen habe ich vom Hof dann 200 Kilo Dung geholt und 300 Kilo Heu, das ich dann in den Lichtraum gebracht habe. So gut über eine Woche und damit den ganzen Boden eingerieben habe, so dass sich die ganzen Elefantengerüche von einem Stall, eigentlich von dem Körper, sich so in den Raum festgesetzt hat und ich im Endeffekt in der Öffnung einen leeren Raum gezeigt habe, der sehr präsent, wo der Elefant sehr präsent war mit seinem eigenen Duft. Und genau jetzt. Und nebenbei habe ich mit dem Elefantendung Postkarten hergestellt, weil einer der Hauptgründe zu meiner Absage
war, ein Tier dürfte nur aus einem vernünftigen Grund transportiert werden. Wo ich mich gefragt habe, was heißt, wer beurteilt das? Was Vernunft, wo fängt die Vernunft an und wo hört sie auf? Und warum sollte und will Kunst überhaupt vernünftig sein und so weiter? Und daraus habe ich die Postkarten aus Elefantendung geschöpft mit einem Siegelstempel Vernünftige Kunst und habe sie auch nach Arnsberg gebracht, so nach dem Motto Liebe Grüße von den Elefanten, die selber nicht kommen durften. Britta, was sagst du? Sollen wir... Ja. Okay. Mhm. So, und das nächste, noch nicht gescheitert, nur verschobenes Projekt, und zwar Mute. Das ist der Silbersee. Das war ja auch bei Kascha im Film kurz zu sehen, oder? Mute im Sinne von stumm geschalten. Ich beschäftige mich grundsätzlich sehr viel mit Spuren und Spuren im Sinne von tatsächlichen Spuren wie Abdrücke und Hinterlassenschaften, aber auch im metaphorischen Sinne wie Geschichte und Memories sind für mich auch Spuren. Und hier am Silbersee habe ich mich auch auf die Spurensuche begeben. Ich wollte mich mit der Vergangenheit von dem wunderbaren paradiesischen See auseinandersetzen und habe herausgefunden, dass es sogar auf der Silbersee-Webseite meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, auch verschwiegen wird und ganz oft um den Silbersee herum, wenn über den Silbersee 2 gesprochen wird, was sehr oft verschwiegen wird und nicht erzählt wird, ist die Geschichte, dass es im Ersten Weltkrieg Kriegsgefangenenlager war. Da steht zwar ein Schild in der Nähe vom Silbersee, aber sehr an einem sehr ungünstigen Ort, dass es ja niemand auch sieht. Und das ist die Silberseekarte und über die Hälfte vom See war das Kriegsgefangenenlager. Und dann gibt es auch... Im Silbersee ist mir auch sehr stark aufgefallen, dass es hier einmal so diese schöne Uferseite gibt, wo Leute baden, wo sehr viele Kinder und Familien unterwegs sind. Und auf der anderen Seite vom Silbersee, da wo es ein bisschen wilder wird, wo mehr Bäume sind und Gebüsche sind, natürlich auch eine andere Szene unterwegs ist. Und da auch so zwei Welten einander clashen, was aber auch nicht ganz offen, weil ich habe mich sehr, sehr viel mit den Leuten aus der Umgebung unterhalten und auch sehr viel recherchiert und mich dort auch vor Ort aufgehalten, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und habe da gemerkt, dass da zwei Welten aufeinander clashen, die sich auch eigentlich etwas verschwiegen wird. Und meine Arbeit, die ich jetzt für unsere Ausstellung entwickelt habe, ist, dass ich gerne im Wasser mehrere Wasserblasen hochploppen lassen möchte. Und zwar so Luftblasen von unten, die hochsteigen und sozusagen wie ein Dialog oder wie eine unerzählte, wie eine stumme Geschichte, die keine Stimme bekommt, aber trotzdem unter Wasser noch existiert und schlummert. Und das sind meine Muscheln dazu. Wir waren letzte Woche in Berlin in Brandenburg, haben wir mit diesen Maschinen getestet und die funktionieren wie Muscheln, dass sie mit Luft durch ein Rohr mit Luft gefüllt werden und sozusagen von allein durch den Luftdruck aufgehen, dass die Wasserblase hochsteigt. Und dann wird das im See so sein, dass man sehr unerwartet in verschiedenen, in längeren Frequenzen immer wieder so eine Luftblase hochploppt und genau. Aber das können Sie sich ja dann nächstes Jahr vor Ort angucken, ob das geklappt hat. Okay, Dankeschön. Hallo, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Daten noch mit auf den Weg geben, weil es war immer die Rede von, das Ruhr-Ding-Klima ist ins nächste Jahr irgendwann
verschoben. Das ist eigentlich schon sehr konkret. Das ist Mai, Juni 2021 und wir eröffnen am 8. Mai. Und wir sind in den Städten Recklinghausen, Haltern am See, also Silbersee 2 hatten wir schon, aber auch in Herne und in Gelsenkirchen. Das heißt, es sind etwa 20 Projekte, die zeitgleich zu sehen sind, nur dass Sie so ungefähr eine Background-Information haben, worum es eigentlich geht bei dieser Ausstellung. Und tatsächlich arbeite ich mit Vlado Velko zusammen am Silbersee und finde das sehr schade, dass er heute nicht hier sein kann, aber der guckt sich hinterher den Film an und freut sich, dass wir das Projekt so toll vorstellen konnten, wo er auch sehr beteiligt ist, gerade auch bei den Experimenten von Givi. Das hört sich immer so einfach an, oder die Beschreibung, Projektbeschreibung hört sich so einfach an, dann sind da so ein paar Blasen im See. In Wirklichkeit ist das echt so eine Daniel-Düsentrieb-Aufgabe. Wie kriegt man das hin, dass die Blasen groß genug sind, dass der Rhythmus stimmt und so weiter. Das ist also eine richtige Tüftelarbeit. Und diese Situation am See war dann zum Beispiel auch mit Vlado zusammen und mit noch einem Techniker, um das auszuprobieren. Und diese Muscheln, das haben Sie gesehen, das sind alles selbstgebaute Apparate. Aber vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen zurück. Also als ich mit Kascha gesprochen habe am Anfang, vor der Veranstaltung, sagte sie noch mal, das betrifft uns alle, die Corona-Bedingungen führen dazu, dass wir jetzt hier so sitzen, wie wir sitzen. Sie führen aber auch dazu, dass künstlerische Arbeiten unter erschwerten Bedingungen stattfinden, beziehungsweise anders gelesen werden. Und die Arbeit von Kascha, Word Count, wo es ja eigentlich ursprünglich um den Zusammenhang geht von Kommunikation und Umweltzerstörung, vielleicht im weitesten Sinne, über was kann man sprechen, was nützt es, darüber zu sprechen, wie verändern sich Dinge auch über das Sprechen, wie sickert sowas wie Bewusstsein vielleicht auch dann allgemein irgendwann durch bei allen Protagonisten. Ich meine, Klimawandel oder globale Erwärmung ist ja eine Situation, wo wirklich das Wasser steigt und steigt und steigt und es dauert eben unendlich lange, bis alle darauf reagieren. Jetzt ist mit Corona und Social Distancing nochmal so eine zusätzliche Lesart dazugekommen. Vielleicht willst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, das war auch immer in meinem Kopf, so Klimawandel, aber wie kann man darüber reden, ohne dass es wieder immer wiederholt ist, dieser Argument. Und ich sehe jetzt mit Corona, dass wir eigentlich alle sehr schnell adaptieren können und dass Menschheit auch, dass wir so eine Fähigkeit haben, sich sehr schnell anzupassen an neue Bedingungen, aber wir brauchen diese Krisenmoment immer. Und das Problem bei Menschen ist, dass wenn es so langsam ankommt, dann merken wir das gar nicht. Also das ist immer diese Boiling Frogs, kochende Frösche Bild oder Experiment, wo die Frösche in einem Topf sitzen und dann wird es so langsam, die Temperatur wird erhöht. Und die merken es gar nicht und springen nicht raus. Und wir brauchen immer irgendwie so eine krasse Moment, um zu merken, dass es wirklich jetzt Schluss mit lustig muss anders sein. Und für mich ist, also Corona war irgendwie erstaunlich schnell, wie die ganze Welt hat sich einfach zugemacht. Genau, das ist eigentlich positiv, dass wir alle einmal erlebt haben, wie sich Dinge auch sehr schnell verändern können. Ansonsten sagte mir gerade auch unser technischer Leiter, er hätte wirklich einfach keine Lust mehr, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, weil alles andere ist wirklich extrem erschwert. Und jetzt im Hinblick nochmal auf Kommunikation und soziale Nähe erleben wir jetzt eine Situation, da ist so dieses, man darf jetzt nicht mehr sprechen, durchaus vergleichbar mit diesem, man darf sich eigentlich nicht zu nahe kommen ohne Maske. Das finde ich schon auch sehr extrem, obwohl ich natürlich auch dafür bin, dass wir alle Masken tragen. Givi, du hast auch so ein spezielles Corona-Quarantäne-Erlebnis. Extrem dramatisch, muss ich sagen. Vielleicht erzählst du davon noch. Ja, bei mir war es der Fall, dass ich Anfang, Mitte März aus Senegal auf den Rückweg, auf den Heimweg zurück nach Berlin
bin ich 4-5 Tage über Casablanca geflogen, weil ich dachte, da war ich noch nie und das liegt geografisch ganz praktisch. Und dann kam am nächsten Tag sofort der Lockdown, der Corona-Lockdown, der unangekündigt kam und sehr überraschend. Und deshalb wurden aus 4 Tagen Casablanca-Besuch im Endeffekt 4 Monate. Man war nicht mal erlaubt, vor die Tür zu gehen oder um einen kleinen Spaziergang zu machen. Also ich war untergekommen in einem Haus direkt an der Atlantik, also direkt am Strand. Ich war aber auch nicht erlaubt, den Strand zu betreten. Man konnte auch nur einkaufen gehen mit Passierschein. Und ja, 4 Monate lang habe ich eigentlich die Stadt gar nicht gesehen. Außer 4 Wände. Ja, das ist irgendwie ziemlich unfassbar. Das ist wirklich, wirklich extrem. Aber immerhin hast du in der Zeit eine Ausstellung vorbereiten können, dann in Hamburg, die mit Sicherheit auch anders ausgefallen ist, weil du eine andere Konzentration hattest auf diese bevorstehende Show. Genau. Das war, also Hamburg ist natürlich total nervös geworden, weil das, weil die Einzelausstellung Mitte Juli eigentlich schon früher stattfinden sollte, dann konnte ich noch Reihenfolge tauschen. Aber dann wurden sie nervös, ob ich überhaupt jemals zurückkommen werde und dass die Produktion nicht mal angefangen ist. Und ich war auch sehr nervös und das war alles so unrealistisch, dass ich aber irgendwann zu so einem Moment kam. Wahrscheinlich lag es auch ein bisschen daran, dass ich war ja mit einem anderen Künstler, Maler, Kollege aus Senegal eingesperrt und er hatte so eine ganz andere Herangehensweise. Während in Deutschland oder aus Deutschland alle meine Freunde und die Institution mir sehr panische E-Mails geschrieben haben, hat er mich immer beruhigt und meinte so, ja, dann ist es jetzt eben so, go with the flow und, und die Natur will das so und wir müssen einfach, wenn dieser Weg versperrt ist, dann muss man sich gar nicht ärgern, dann lässt man los und dann findet man einen anderen Weg, genauso wie Wasser es tun würde. Das Wasser sich ja auch immer seine eigenen Wege sucht. Und ich habe das versucht zu praktizieren. Ich habe die eigentliche Ausstellungsidee verworfen und kam nochmal zurück, habe nochmal eine Arbeit vom letzten Jahr aufgegriffen, die ich weiterentwickelt habe, habe angefangen, total offene Karten zu spielen, dass ich auch sehr bewusst die Arbeit von letztem Jahr, und zwar war das eine Seifeninstallation, wo es eigentlich sehr um Klimaschutz und Waldbrände und diese ganzen global Erderwärmung ging. Aber innerhalb von einem Jahr hat die Arbeit sich total selbstständig gemacht, und zwar, dass ein Stück Seife, wenn Leute ein Stück Seife sehen, natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit an was ganz anderes denken, an die Hygienemaßregelungen denken, als diesen Waldbrand. Und ich habe das einfach dann so offengelegt, dass ich deswegen das auch so interessant finde, wenn Arbeiten sich dann selbstständig machen von meinem eigentlichen Konzept und in so kurzer Zeit es komplett anders gedeutet werden kann, andere Ebenen aufmachen. Dann habe ich parallel angefangen, aus Casablanca jeden Tag eine Postkarte an den Kunstverein zu schicken. Das war auch ein sehr interessantes Experiment, weil dadurch der Luftpostverkehr abzulesen war. Die Postkarten sind erst angekommen, als ich dann auch erst fliegen konnte. Und dann war das auch interessant, manchmal kam nur eine Karte, dann kam wieder 2 Tage keine und dann kamen auf einmal so 7 gleichzeitig und Kunstverein an und so. Und die wurden während der Ausstellung immer wir hatten so ein Gittertor immer im Ausstellungsraum an so einem Gittertor immer nach und nach reingehangen, wie so ein Echo. Weil ich habe die Postkarten ja vor mir losgeschickt und dann war ich schon wieder zurück, aber die kamen dann wie so ein Echo immer nach und nach und es war eine wandelnde Ausstellung quasi. Ja. Ja. Also während das bei dir so ist, dass du sehr viel im Grunde Arbeitsprozesse behind the stages hast, wie du das eben so geschildert hast anhand der Spurenausstellung, sehr schön. Es ist bei Kascha so, dass sie in ihrem Arbeitsprozess eigentlich die Institutionen zum Beispiel, die sie einladen, direkt mit einbezieht
Also es gibt zwei Arbeiten, die wir auch zeigen beim Ruhrding Klima nächstes Jahr. Und das ist einmal diese neue Folge von World Count, die heute Abend hier Premiere hatte, aber auch einen Teil von Endless Calm. Continuous Listeners. Sorry, den Fehler habe ich neulich schon mal gemacht. Das ist Brancusi, der da durchspukt. Vielleicht auch nicht ganz zufällig, aber Continuous Listeners heißt die Arbeit. Und vielleicht erzählst du davon. Diese Arbeit entsteht von Elemente, die so ein bisschen wie so Panels sind. Und jede Möglichkeit, die ich bekomme, mache ich einfach eine weitere oder eine Serie, 6 zusammen. Und dann ist es immer, zum Beispiel habe ich für Korea welche gemacht, die dann irgendwie sehr stark auf Korea bezogen sind oder in Düsseldorf. Und dann dadurch, dass die immer aufeinander zusammenpassen, so modularisch sind, ist es wie so eine Diary, sagt man das? Tagebuch. Aber man kann das auch als Paravent beschreiben. Also ja. Wenn, das ist vielleicht schwierig, sich das vorzustellen. Es sind Elemente aus Metall, sehr alles Mögliche. Also das Format ist immer, dass diese Haken und Ringe, Scharniersystem da ist, auf die gleiche Höhe immer. Aber alles andere ist halt frei. Und für mich war das ein super Weg, irgendwie eine Freiheit in so ein modularisches System einzupacken. Aber dann wächst die Installation quasi immer mehr. Genau. Irgendwann wird das The Great Wall of Kasha sein. Genau, also im Grunde das gleiche Prinzip wie bei dem Film, wo jede Institution ein paar Filmminuten produziert. Die Rollen sind auch immer anders besetzt. Also der Professor, den wir jetzt gesehen haben, wirklich ein extrem guter Schauspieler, ist nicht immer der Professor, sondern es sind auch andere Professoren, aber so entsteht einfach ein Film, von dem die Produktionsmittel keine Institution alleine zusammenbringen könnte und auch du würdest sie wahrscheinlich nur schwer einwerben können. Insofern ist es irgendwie toll, diese Art Patchwork, und das Gleiche betrifft das, eben auch Continuous Listeners. Und das mit dem Film habe ich immer auf so Residencies bezogen. Wenn ich irgendwo angekommen bin, dann habe ich so ein Filmteam zusammengestellt und dann erkennt man gleich den Stadt ganz anders, weil man halt irgendwas schaffen muss. Und ich habe auch immer mit Leih-Schauspieler gearbeitet und einfach einen Weg gefunden, wie das irgendwie klappen konnte. Man nicht immer die beste Schauspieler, aber dann einfach in diese Beschränkung immer den Weg zu finden. Genau, wir hatten auch irgendwie zwischendurch eine kurze Diskussion über das Budget. Also Kascha fragte mich, wie ist der Rahmen? Ich habe gesagt, ich muss nochmal gucken, hier und da. Und dann hat sie mir aber sehr schnell signalisiert, egal wie der Rahmen ist, ich arbeite, I work within my limits. Das fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend, passt aber auch wirklich dazu zu sagen, ich versuche gar nicht immer irgendwie mich quasi aufzulehnen gegen bestimmte Bedingungen, von denen man weiß, dass sie vielleicht sowieso auch aus bestimmten Gründen wiederum so sind, wie sie sind, sondern ich konzentriere mich auf die Arbeit in dem Rahmen. Ich glaube, du findest es auch so, das ist viel einfacher, glaube ich, mit Beschränkungen zu arbeiten, weil dann kann man irgendwie kreativ da spielen. Wenn alles offen ist und alles irgendwie frei, und es ist eigentlich sehr schwierig. Ich meine, ich freue mich ja auch, dass im Grunde es ist jetzt nicht nur die Corona-Situation, die uns an dieses Setting geführt hat. Wir wären auch sonst, wir sind ja immer an unterschiedlichen Orten mit dem Wandersalon. Wir waren auch schon auf dem Flughafen in Dortmund oder auf der Kranger Kirmes und so. Das ist auch immer thematisch verknüpft. Insofern ist das Schwimmbad jetzt für uns nicht so ungewöhnlich, aber es ist eben trotzdem toll, dass es sich ja jetzt verbinden lässt mit den Corona-Auflagen. Und das passt ganz gut. Ich würde jetzt gerne die Diskussion öffnen. Vielleicht haben Sie noch Fragen, dann komme ich immer mit dem Mikrofon zu Ihnen und Sie fragen, was immer Sie fragen wollen. Ja, ich habe eine Frage oder würde gerne noch auf was hinweisen, denn im Hintergrund liefen ja die ganze Zeit zwei Videos, jetzt gerade bei der Diskussion, aber auch vor der Veranstaltung. Das sind Videoarbeiten von Givi, und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, das ist auch eine Videoserie. Hier sehen wir einen Schnitt 1 und einen Schnitt 2. Das ist in Kollaboration mit dem Künstler Mischa Leinkauf entstanden. Mischa Leinkauf ist ein Künstler, der sich sehr viel mit Grenzen auseinandersetzt, mit Grenzsituationen. Bei mir auch, aber bei mir spielt auch immer Spur eine sehr große Rolle und auch Spur als so pictorial element, als malerische, zeichnerische Elemente. Und in diesem Video machen wir uns immer sehr lang auf die Suche nach einem sehr monochromen, flachen Landschaft, was gar nicht so einfach ist, was man nicht denkt, aber man findet selten eine weite, große Fläche ohne Baum und ohne kleinen Felsen oder so. Und wir wollten das wie ein Blanko, wie ein blankes, unbeschriebenes Blatt haben. Und die eine Person zieht die andere Person quer über das Bild. Dadurch hinterlässt man eine Spur. Mit der Spur ziehen wir eine Linie durch das Bild und somit entsteht eine Grenze im Bild und die Fläche wird in zwei geteilt. Die ist sehr interpretationsmäßig, also die ist sehr poetisch offen, bewusst offen gelassen, was man da hineindeutet. Aber ich glaube, da sind unsere zwei Interessen zusammengekommen. Und gefilmt ist das mit einer Drohne. Okay, super. Wenn ich mal so ein bisschen plumpe Überleitung machen darf, dann ist das ja beim Schwimmen genauso, dass du eigentlich ein Feld teilst. Ne? Vielleicht, wenn du alleine im Wasser bist, spiegelglatte Fläche durch diese Schwimmbewegung. Und das ist auch ein Grund, warum ich Vlado eingeladen habe, der dann wiederum auch euch vorgeschlagen hat, weil ich dachte, wie kriegen wir das hin, unter dem Thema Ruhr den Klima eine Ausstellung zu machen, die nicht im Grunde spiegelt, was das Feuilleton schon zu Recht an allen Stellen diskutiert, sondern die einfach sinnlich erfahrbar ist. Und es geht nicht nur darum, in den Arbeiten zu erfahren, was heißt es, sich mit dem globalen Klimawandel zu konfrontieren, sondern es geht genauso auch um das soziale Klima. Das spielt bei anderen Projekten vielleicht eine größere Rolle. Also bei dir kommt es beides eigentlich sehr gut zusammen. Aber die Vorstellung war, dass mit dem Projekt im Wasser, es gibt da auch Skulpturen, wo man so hinschwimmen muss, dieser Moment zum Beispiel der steigenden Wasserpegel schon so präsent ist, dass man eigentlich eben gar nicht so viel Worte machen muss, dass diese Kombination aus, es gibt eine Ausstellung im Wasser, das heißt, alles ist sozusagen schon untergegangen, mit diesem Wort Klima eigentlich schon eine sehr gute und sinnvolle Verbindung schafft. So, jetzt gucke ich nochmal ins Publikum. Gibt es noch eine Frage oder eine Anmerkung vielleicht einfach? Ich wusste gar nicht, dass das Schwimmbad so lange offen hat. Das ist auch gut. Ich sehe eine Hand, ja, genau. Dann gehe ich da noch hin. Hallo, ich bin Janne, ich arbeite auch im UKR-Team und ich wollte nur einen Hinweis geben, und zwar gerade was die Geschichte von Jiwi angeht, wie sie den Corona-Lockdown erlebt hat, kann ich nur allen sehr ans Herz legen, auch ihren Bericht zu lesen, den sie für unser Magazin gemacht hat, und da kommen ganz viele verschiedene Perspektiven zusammen, wie sich das Erleben des öffentlichen Raums durch Corona verändert hat, und da ist ihre natürlich eine sehr extreme, aber eine sehr interessante Perspektive, die sich da super einfügt, und die Magazine liegen hier vorne auch zu mitnehmen. Super, vielen Dank. Genau, das neue Magazin heißt bei uns jetzt Shift, Verschiebung, weil es normalerweise an der Zeit wäre, sozusagen die Ausstellung zu dokumentieren, aber die ja nicht stattgefunden hat. Insofern reflektieren wir da in dem Heft eigentlich diesen Zusammenklang zwischen Corona, Klima und Krise. So.
Hallo, ich wollte noch mal fragen, wie so die Reaktionen waren von den Leuten, die den Elefantenduft gerochen haben. Ja, das fand ich. Ich glaube, sie waren sehr, sehr gerührt. Da wurde mir auch erst bewusst, oder erst als mir das jemand erzählte, dachte ich, ja stimmt, das hatte ich auch mal gelesen. Und zwar, dass das Riechen einer der Ur... wie nennt man das denn? Ich muss ganz kurz überlegen, wie man das nochmal auf Deutsch formuliert. Ich glaube, das ist ein Sinn, was den direktesten Zugang zu Emotionen und zu Erinnerungen hat. Und dazu gehört, und deswegen benutzte man irgendwie so ein Wort wie so ein Ursinn, also dass es schon auch sich von den anderen Sinnesorganen unterschieden hatte. Und es hat gut funktioniert. Ganz viele haben mir die Situation so geschildert, man war ja auch in so einem Glaskasten, das komplett leer war, und fast alle haben mir die Situation so geschildert, ja, und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mich gleich umdrehe, steht da ein Tier. Und das fand ich ganz schön, dass sozusagen ein Tier anwesend sein kann, ohne wirklich da zu sein. Ja. Ist da noch eine Frage? Ja. Erstmal vielen Dank euch beiden für eure Präsentation. Ich habe eine Frage an dich, Kascha. Und zwar, was passiert mit dem Schreiben an dem Word Counting? Weil da ich als, also wenn man schreibt, dann die Wörter sind auch, also counten auch so irgendwie zusammen. Das würde mich auch sehr interessieren. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe irgendwie das so ausgedacht, dass ein geschriebenes Wort ist eine halbe Credit. Sozusagen. Aber das Konzept ist eigentlich, dass man Informationen nicht immer neu produzieren kann. Man muss recyceln. Das heißt, du kannst auch ältere Bücher nehmen und die Worte daraus schnippeln und irgendwas Neues daraus machen oder auch aufgenommene Records nehmen und CDs und so weiter. Man kann es alles irgendwie benutzen. In diesen Welt, die ich irgendwie beschreibe, das ist die erste Jahr, wo sich alle erstmal irgendwie anpassen müssen. Also wir haben noch nicht eine Gebärdensprache und Apps und so weiter. Das ist irgendwie dieser Anfangsmoment, weil ich finde es am spannendsten. Und mich interessiert es nicht so richtig, wie technisch irgendwie alles ist, sondern eher so die Konsequenzen, soziale Konsequenzen von diesem Gesetz. Genau, eine Konsequenz haben wir ja gesehen, als Kascha versucht hat, während einem Liter Wasser so zu sprechen. Ich habe sie vorher gefragt, wieso eigentlich ein Liter und was hat das mit den 433 Wörtern nach John Cage zu tun? Also es gibt dieses berühmte Stück von John Cage, 4 Minuten 33, wo im Prinzip 4 Minuten 33 nichts passiert an Komposition, Musikkomposition, aber die Geräusche im Publikum eigentlich die Komposition ausmachen. Das ist sozusagen die Referenz zu 4 Minuten 33. Und jetzt kommt der Liter. Also 433 Worte sind innerhalb, also auf Englisch sind innerhalb von 5 Minuten schon aufgebraucht. Und weil ich ein bisschen länger reden wollte, habe ich gedacht, ich werde sprechen für ein Liter und ich habe das im Studio getestet und es war ungefähr 15 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Ich habe dann vielleicht viel zu viele Worte am Anfang losgeschossen. Zu schnell geredet. Und das ist auch interessant, dass man denkt, auch Deutsch ist sehr effizient als Sprache. Es ist nur sehr beladen und sehr genau, jeder Wort hat irgendwie sehr viel Information und Englisch ist irgendwie eine einfachere Sprache, aber man spricht auch ziemlich langsam auf Englisch. Also es ist sehr schwierig zu sagen, was die effizienteste Sprache ist und wie das auch
sich unterscheidet mit tonalischen Sprachen. Das ist eine ganz andere Rede, die ich dann halten muss, glaube ich. Okay, ich gucke noch mal so rum. Es wird jetzt wirklich auch Ada. Sehr gut. Ja, ich würde gerne wissen, warum der Professor Spanisch, glaube ich, gesprochen hat. Und ich kenne die anderen Folgen nicht. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, war das die 8. Folge. Die anderen kenne ich nicht. Ist das schon quasi am Ende seiner Rebellion? Genau, ich habe eigentlich mit seinem Märtyrer-Tod angefangen. Also es gibt noch eine Folge, die ich die Nummer 4 ist, und das ist sein Tod. Das ist sozusagen die Prequel zu seinem Tod. Und er spricht Spanisch, weil er ein Professor ist von spanischer Literatur, besonders Cervantes, und ist wie für mich so eine Don Quixote-Figur. Und was da interessant ist, ist die Frage, ob er jetzt verrückt ist, weil er rebelliert, oder ist die Welt verrückt? Und in Don Quixote diese Frage von Verrücktheit und gegen das Realität kämpfen und diese Windmühle und so weiter ist dann gespiegelt in seinem Kampf mit der Institution. Aber am Ende könnte man auch sagen, nee, der hat recht. Der ist jetzt nicht verrückt. Die Welt ist verrückt. Und so diesen Spiel wollte ich irgendwie so reinbringen. Genau, jetzt fängt es leider wirklich an zu regnen und löst sich so langsam auf. Ich würde mich sehr gerne noch bei euch beiden und auch bei Christina Danik und bei dem gesamten Team Urbane Künste Ruhr sehr herzlich bedanken. Auch bei dem Team von der Kultur Ruhr, die uns geholfen hat, hier die Technik aufzubauen. Also vielen Dank, Tivili. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank, Kascha Fudakowski. Und die Folgen, von denen wir jetzt nur gehört haben, die sind natürlich auch zu sehen bei der Ausstellung, wo wir dann auch die neue Folge zeigen. Also Mai, Juni 2021, Ruhr den Klima. Kommen Sie. Wir freuen uns. Gut. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.